Sehr geehrtes Präsidium, werter Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseher. Zur Linderung steht da im Gesetz oder in den Erklärungen der expandierenden Wohnkosten. Linderung ist das richtige Wort da drinnen, weil es ist nur eine Linderung. Und wenn man sich dann fragt, warum müssen wir das machen? Wir wissen ganz genau, die nächsten 10 Mal können wir genau das nicht machen, weil sonst werden die Wohnungen irgendwann auch nicht mehr saniert. Man kann schon sagen, ja, wenn man vermietet und der Vermieter etwas dabei verdient, dann kann man schon schauen mit Augenmaß, dass man da was wegnimmt. Aber warum? Die Diagnose ist, Wohnen ist für viele nicht mehr leistbar. Und wir wollen nicht die Diagnose, wie ein Mediziner das auch nicht macht, behandeln, sondern die Ursache. Die Ursache sind fehlende Kaufkraft und Knappheit. Wir lesen zwar, dass wir noch immer im Export sehr gut sind, aber wir sehen auch, dass wir im Inlandsmarkt ständig nachlassen, dass wir ständig an Kaufkraft verlieren für den Inlandsmarkt, dass die Nachfrage für die Produkte, eben auch Wohnung, nicht mehr gegeben ist. Die Firmen, die Lohndumping machen können, versuchen das auch. Aber wir bemerken auch, dass wir in den letzten 20 Jahren in den KV-Verhandlungen ganz einfach zwar KV-Lohnerhöhungen bekommen haben, aber keine Ist-Lohnerhöhungen. Dass wir also stetig an Kaufkraft in einem sehr großen Segment der Bevölkerung, die arbeitet, verloren haben. Wir sehen an 400.000 Vollzeitbeschäftigten, die an der Armutsgrenze leben, die ja zum Teil sogar Ausgleichszahlungen durch die Mindestsicherung bekommen. Ich rede von Vollzeitbeschäftigten, dass diese sich Wohnen nicht mehr leisten können. Und da müssen wir ansetzen und bei der Knappheit. Und wenn ich mir allein Wien anschaue, wo wir 120 Millionen aus der Wohnbauförderungsrücklage entnommen haben, um eben zum Beispiel das Krankenhaus Nord damit zu finanzieren, weil uns dort dann wieder das Geld gefehlt hat, oder viele solche Beispiele, die es nicht nur in Wien gibt, dann wissen wir, wo das Problem liegt. Weil wenn Wohnen ein knappes Gut wird, dann kann ich zwar schreiben, dass ich um 1.100 Euro den Quadratmeter errichten kann, ich werde ihn nur nirgendwo bekommen um den Preis. Weil wenn es ein knappes Gut ist, dann kann ich auch höhere Preise verlangen. Und da ist das riesige Problem. Und wenn dann die öffentliche Hand nicht bereit ist, auch gegenzusteuern, ein bisschen mehr für den Markt in die Richtung zu tun, dann bleiben die Wohnungspreise hoch. Und dann sind ganz einfach auch die Mieten hoch. Aber wenn man sich ganz fairerweise anschaut, die Mieten sind ja gar nicht so explodiert. Im internationalen Vergleich ist Wien an und für sich noch immer Mittelmaß in den Mieten. Aber was plagt dann die Bevölkerung? Warum können wir uns Wohnen nicht mehr leisten? Warum haben wir diese Debatte? Warum haben wir dieses Gesetz? Weil ganz einfach auch die Nebenkosten ganz einfach gestiegen sind. Und wenn ich mir immer das dann angeschaut, wenn ich mir dann anschaue, was an Müllgebühren, am Wasserpreis um die 50% gestiegen und, also an den ganzen Gebühren und Abgaben gestiegen ist, da habe ich mir dann zusammengeschrieben über die letzten paar Jahre, die Erhöhung des Gaspreises ungefähr 50%, okay, da kann keine Gemeinde und so weiter was dafür, das obliegt dem allgemeinen Markt, dem größeren internationalen Markt, 470 Euro. Dann fürs Auto und für das alles, was man so braucht, 178 Euro, 46%. Die Erhöhung der Kanalgebühren im Jahr ungefähr 65 Euro, 49%. Müllgebührenerhöhung, ungefähr rechne ich im Jahr 45 Euro, sind bei 40%. Erhöhung des Wasserpreises 80 Euro, sind 39%. Dann, wenn einer irgendwann einmal in einer normalen Familie auch in ein städtisches Bad gehen möchte,
da ist man am Land ein bisschen gesegneter, weil es vielleicht gratis irgendwo möglich ist. Aber ungefähr 30 Euro habe ich gerechnet, 52% Erhöhung, dann der Strompreis mit 14%, 252 und. Dann komme ich auf 1787. Da komme ich drauf, dass an und für sich das, was uns schon in der Steuerreform gesagt worden ist, dass mehr im Sackerl ist, ist im breiten Umfeld alles teurer geworden. Also die Steuerreform kommt gar nicht an, nicht beim Bürger, nicht bei der Masse der Bürger, sondern die Steuerreform geht gleich eins zu eins durch. Und dann kommen aber noch viele, viele andere Sachen, die wir zu bewältigen haben. Und wenn ich mir dann in die Mittelschicht hineingehe und schaue, was sie sich früher abschreiben konnte, wenn sie vorgesorgt hat oder sonst irgendwas, damit eben dann einmal im Alter, wenn wir nicht mehr so mobil sind, ein bisschen etwas auf der Seite haben für Mobilität, das wurde alles von der Steuer dann weggestrichen. Und das tut den Leuten weh. Da tut nicht nur Wohnen weh, da tun auch die Gebühren, die Abgaben, alles, was drumherum ist, tut weh. Und deswegen muss man sagen, ja, man kann es nur unterstützen, aber uns wäre einfach eine Politik mit Augenmaß wesentlich lieber, als dass wir hier jetzt punktuell irgendwelche Placebo-Effekte machen müssen, die, ja, jeder Euro hilft für den, der ihn nicht hat. Aber der große Wurf ist es nicht. Und ich befürchte, dass es nur möglich ist mit einem anderen Wahlverhalten. Sonst werden wir aus dieser Misere nicht rauskommen. Wohnen sei zu teuer und es gebe zu wenig Wohnungen, sagt Bernhard Rösch von der FPÖ Wien. Wohnen dürfe kein knappes Gut sein. Nächste